Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück in unserem Wäldchen in The Forest. Ja, Wasser ist Mangelware. Wir haben ziemlich viele tote Kadaver hier rumliegen. Das heißt, wir werden jetzt mal ein paar Effigies bauen. Vielleicht schreckt das die blöden Nacktfuß-Indianer auch mal ein bisschen ab, dass sie nicht mehr andauernd hier bei uns rumhängen. Die hängen ja nur bei uns. Also als wenn es bei uns Freibier geben würde. Die würden es wahrscheinlich instant wegsaufen. Das sind weiße Bären. Immer merken, weiße Bären meiden. Hier ist noch, die weißen sollst du meiden. Die blauen kannst du schneiden. Was? Verstehe ich nicht. Nee. So, hier hatten wir doch, glaube ich. Ne, doch nicht. Ich dachte, hier wäre das gewesen, wo wir. Ah, ja doch, das war hier. Also haben wir schon wieder 20 Stickies. Das ist erfreulich. Dann können wir jetzt nämlich mal ein paar Effigies hier hinsetzen. Effigies haben natürlich auch mehrere Vorteile. Zum einen hin ein Bootssteg gibt es mittlerweile. Das ist interessant. Hausboot würde ich auch unheimlich gerne mal bauen. Können wir ja auch mal machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier. Nach hier hin. So, dafür brauchen wir jetzt ganz schön viele Arme. Sollte ja nicht das Problem sein. Alle, die jetzt unter 16 sind, bitte weggucken. So, wir bauen natürlich direkt noch einen. Und zwar den hier. Bauen wir direkt mal hier hin. Da bauen wir dann die anderen Sachen dran, die wir nicht mehr brauchen. Oh, schön, Federn. Feder, komm her. Da hinten ist noch eine Feder. Na, die fliegt natürlich nach oben. Ah, hier ist aber noch eine gewesen. So, eben kurz wieder die beiden Arme hier dran machen. Ach, hier müssen auch Arme dran. Ja, supi. Hätte ich das mal eher gewusst. Was gibt es denn noch für einen? Den ganz großen, den würde ich am liebsten hinten hinbauen. Wir haben so viele Leichen hier rumfliegen, das müsste hinkommen. So, hier so schön hin, so. Da. Optimal, würde ich sagen. So, da brauchen wir auch alles für. Arme, Beine, Köpfe, alles. Da ist aber auch richtig heftig, also der ist richtig heftig groß. Wo sind denn die ganzen Leichen jetzt auf einmal hin? Ach, genau am Effigy, natürlich. Schmeißen wir den mal im Kursieren und nehmen den auseinander. So, der ist nämlich gleich schon fertig. Ey, wir hatten hier 25 Leichen. Der Nexus ist blind und findet nicht eine wieder. Ey, alleine hier lagen drei Stück. Oder die spawnen die mittlerweile. Ah, hier ist noch einer. So, der ist fertig. Hierfür bräuchten wir noch vier Arme. Haben wir leider nichts mehr für. Hier bräuchten wir noch 8 Köpfe. Natürlich auch schon heftig. So, ein paar Steine müssen wir auch noch finden. Gut, das ist jetzt nicht ganz so das Problem. Steine gibt es ja mittlerweile hier genügend.
Hier liegen überall noch Loks, ne? Und ich habe sie gerade gesucht, ey. So, Steine haben wir schon mal wieder. Gut, dann müssen wir eben warten, bis wir die anderen Effigies fertig kriegen. Aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Wir sammeln in der Zeit mal eben kurz ein bisschen Holz. Beziehungsweise eben suchen vielleicht auch mal einen Teich oder so. Und Steine. Wobei, wir müssen schon ganz schön wieder was essen und auch was trinken. Das Problem ist jetzt natürlich, habe ich einen Kochtopf? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist doof. Da vorne ist aber irgendwo ein Zeltlager, ne? Da könnte unter Umständen ein Topf bei sein. Ja. Und diesen Topf können wir dann zum Wasser abkochen wenigstens nehmen. Also, Steine brauchen wir ja hier. So, die Steine sind fertig. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch Arme, 9 Stück und 8 Köpfe. Die Köpfe werden rollen, Leute, das verspreche ich euch. Und hier brauchen wir nochmal 2 Arme, das heißt also, wir brauchen noch ganz schön viele Arme. So, anders geht's leider nicht. Wir müssen leider das essen, was wir hier alles haben. Und vor allen Dingen, es geht zur Neige mit unseren Getränken. Also wenn es nicht so langsam mal hiermit funktioniert, dann wird es echt problematisch. Es kann natürlich sein, dass das genau deswegen hier ist. Dann habe ich den natürlich ein bisschen doof gesetzt. So gut, dann würde ich doch mal sagen, wo ist denn dieses Camp nochmal? Das war da vorne, glaube ich, ne? Ja, ich bin ja eiskalt, ich springe hier einfach mal so runter. Müssen auch dringend mal baden gehen, weil wir riechen ein wenig streng. Da ist jetzt genau das, was wir eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, komm hier. Hasse. Hier hast du noch eine. Ja, es ist jetzt natürlich nicht Sinn und Zweck gewesen von unseren Bomben. Muss ich ja zugeben. Ach, Beine brauchen wir ja gar nicht mehr, ne? Egal, nehmen wir trotzdem mit. Ja, ist natürlich alles ein bisschen verteilt. Da haben wir noch ein Kroko. Ey, wir haben das erste Mal volle Rüstung. Das finde ich ja schon sehr, sehr, sehr schön. Und wir haben Krokodile gejagt mit Bomben. Ne, so wie man Krokodile halt auch jagen sollte mit Bomben. Alles andere ist verschwendete Energie. Nee, Spaß beiseite. Normalerweise hätte ich die mit Pfeil und Bogen, aber ich hatte jetzt gerade keine Pfeile und auch keinen. Also Bogen schon, obwohl doch, ich habe doch Pfeile, ne? Ich wollte gerade sagen, ey, ich habe doch Pfeile. Ja, okay, dann hätte ich natürlich umswitchen können. 15 Stück haben wir Federn. Jo. Dann können wir nämlich noch 20 rausmachen. So, jetzt muss ich selber mal eben kurz überlegen.
Ah ja. Ja, aber ihr habt gesehen, die sind so gut getarnt. Ach, guck mal, da hinten, da rennt er schon wieder. Mit seinen Kollegen. Wollen wir uns jetzt gar nicht mit auseinandersetzen, wir rennen einfach zurück. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu kämpfen. Weil wenn man so eine Nacht hinter sich hat, dann will man eigentlich gar nicht mehr kämpfen. Dann hat man einfach nur noch die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, sobald ich das erste Mal richtig sterbe, also komplett tot bin, jetzt, ab jetzt natürlich, ne, also nicht vorher, dann ist das Let's Play zu Ende. Wenn das bei der 40. Folge ist, ist es bei der 40. Wenn es bei der 30. ist, ist es bei der 30. Wenn es bei der nächsten Folge ist, dann ist es eben die nächste Folge. So, hier ist auf jeden Fall ein Camp ohne Feuer. Ja, manchmal hat man ja Glück, dass hier so ein Cooking Pot rumfliegt. Hier schaut es jetzt eher nicht danach aus. Schade. Wir haben aber noch ein Camp in der Nähe und oh, cool, Koffer. Arznei, sehr wichtig. Oh, zwei Stück auf einmal aufgemacht. Das ist ein Skill. Oh, sehr schön. Da ist genau das drin, was wir gebraucht haben, nämlich Medizin. Denn ich will natürlich so lange wie möglich überleben. Das ist ja klar. Das ist natürlich mein Hauptziel. Ich weiß gar nicht, Krokodile, die habe ich, also so zu dritt habe ich die noch nirgendwo gesehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hallo Lurch. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe gedacht, da ist schon wieder eins. Aber dass sie so zu dritt auf einer Stelle, also das habe ich noch nicht erlebt. Ich mal so überlege, ich habe teilweise wirklich, es ist kein Witz. Wenn ihr euch, wenn jetzt welche dazu, also wenn jetzt welche zugucken, gerade die erste Staffel von mir kennen, was habe ich an Krokodil gesucht? Die sind reingepatcht worden und dann habe ich, glaube ich, ja, eine ganze Folge gesucht, bis ich mal eins gefunden habe. Das war schon, ja, nicht so toll. Ja gut, Cooking Pot haben wir immer noch nicht gefunden. Voll doof. Kann ich jetzt aber leider nichts ändern. Wir müssen jetzt aber auch mal so langsam wieder nach Hause. Stickies können wir noch sammeln, das ist sehr schön. Ich hoffe, ich habe jetzt den Turtle-Schild, weil den brauche ich ja nun mal. Ich verstehe es gar nicht hier vorne. Okay, da muss unser Haus sein. Ich verstehe es nicht da vorne, wo unser Haus eigentlich ist. Da ist kein Zeichen für ein Haus. Das finde ich schon ein bisschen doof, weil er immer noch das erste Haus, nämlich da hinten, anzeigt. Und das hier nicht. Da ist schon wieder ein Krokodil. Diesmal habe ich es gesehen. Na, wenn ihr jetzt mal so guckt, da liegt es. Und wenn man sich nämlich so schnell durch den Wald hier bewegt, da ist noch eins. Na, da kann man die sehr schnell übersehen. Das Doofe ist, jetzt passt mal auf. Die Viecher sind auch noch scheiße schnell. Okay, der rennt jetzt nicht hinter mir her. Bin ich jetzt verkehrt? Nee. Ich muss hier hoch. Unsere Hütte ist doch. Da oben ist sie doch. Das ist eine eingeborene Hütte. Mein Gott, nee, Nexus, kauf dir eine Brille. Hab doch eine auf. Ach so. Es macht Spaß, sich selbst zu verarschen.
Oh ja, er ist schon wieder kaputt. So, wir brauchen Kopf und zwei Arme. Zwei Arme brauchen wir da vorne auch noch. Das heißt, oder waren das drei? Ja, okay. Egal. So, das hier noch eben kurzer dran bauen. So, die Effigies werden immer größer, was sehr, sehr schön ist. Unglaublich. Andauernd machen die mir irgendwas kaputt hier. So, nee, ich will. Ich weiß, so kann man Stealth Armor herstellen, aber das bringt mir ja nichts. Ich will die ja da dran machen. Ah! Ah, okay. Nexus versteht. Okay, dafür brauchen wir jetzt auch noch mehr. Ich blicke hier bald nicht mehr durch. Was es nicht alles Neues gibt und was man nicht, worauf man nicht alles achten muss. Mittlerweile. Doch, wir haben diesmal wieder ein Turtle-Schild gekriegt. Das finde ich gut. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, speichern. Letzte Folge war etwas länger, ich weiß. Das soll jetzt nicht heißen, deswegen wird die hier auf jeden Fall jetzt kürzer. Aber ich bin ehrlich, ich möchte hier jetzt gerne einen Cut machen. Um einfach beim nächsten Mal weiterzumachen. Ich sag mal, ich bin raus. Ciao, Leute.